Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deponia The Complete Journey für den, nicht The Complete Journey, Deponia Doomsday für den PC. Jo, im letzten Part, haben wir Toni getroffen, yay, und wir sind gerade kurz davor, ihr zu beichten, dass ihre Gläser kaputt gegangen sind. Ich weiß nicht, wie sie darauf reagieren wird. Ach ja, wir haben noch erfahren, wie es zu Lotti gekommen ist. Lotti hieß früher mal Lotto und Toni ist an der Namensänderung schuld. Sagen wir es einfach mal so. Die Gläser sind kaputt gegangen. Ich weiß, dass du nur einen Witz machst, weil dir ja bewusst sein dürfte, dass unsere Beziehung an diesen Gläsern hängt, sowie deine Fähigkeit, ohne Schnabeltasse zu trinken. Stimmt, reingefallen. Es sollte nur ein Witz sein. Ein lustiger. Nicht lustig. Nicht lustiger Scherz, genau. Jo. Ich hab ganz vergessen, dass ich noch Platz für die Gläser schaffen wollte. Setz dich doch ruhig so lange wieder hin, okay? Aber beeil dich. Hey, ja. Hat sie jetzt gerade ihre Zigarette wieder aufgerollt? Okay. Das lasse ich lieber hier. Ich kann mir bei aller Liebe keine Situation vorstellen, in der man so einen Quatsch gebrauchen könnte. Okay. Aber aus dem Strohhalm können wir noch was machen. Das Glas nehmen wir auch wirklich mit. Wenn wir schon mal dabei sind. Hey, Rufus. Hey, Lonzo. Was gibt's Neues? Nichts. Dafür aber umso mehr vom Alten. Ah. Danke, bitte keine Umstände. Ja. Hey, Finger weg. Das sind die Gewinne für den Dart-Wettbewerb. Ja, okay. Und wenn ich jetzt einmal hier mit dem Dart-Pfeil so wunderbar auf die Scheibe werfe. Damit hast du den Dart-Wettbewerb gewonnen. Hier, nimm den Hauptgewinn. Gewinn? Oh, was ist es? Ein Stromumkehrer. Na super. Okay. Na, warum nicht, ne? Eine Ente ist doch immer wieder schön. Kann den Dart-Pfeil scheinbar nicht nochmal mitnehmen. Na gut. Das Einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken gibt. Dem fällt auch nichts Neues ein. Na gut. Du, na Lotti. Hey, Lotto. Was heißt jetzt? Das heißt jetzt Lotti. Yo. Du bist jetzt also wirklich eine Lady? Wieso was? Was stimmt denn damit nicht? Hab ich gesagt, dass damit irgendwas nicht stimmt? Nein. Im Gegenteil. Glückwunsch zu diesem mutigen Schritt. Genau genommen hatte ich schon immer das Gefühl, dass eine großartige Frau in dir steckt. Du nennst mich fett? Was? Nein. Oh, Entschuldigung. Es ist nur, dass ich so unsicher bin, ob ich diesem neuen Leben wirklich gewachsen bin. Wenn du eines bist, dann gewachsen. Es wäre voll geil, Ofazzo. Es wäre ganz entzückend von dir, wenn du mir mit einer ganz ehrlichen Einschätzung unter die Arme greifen könntest. Ja, da findet man die tollsten Sachen. Also, gibt es irgendwas, was ich an meinem neuen Ich noch verbessern könnte? Lass mich nachdenken. Mal gucken. Was du brauchst, ist ein komplettes Makeover. Wir könnten shoppen gehen. Du probierst zu fetziger Musik verschiedene Kleider an und ich stehe vor der Umkleidekabine und mache vielsagende Gesichtsausdrücke. So. Oder so. Oder so. Zum Schluss geht's dann in einen Beauty-Salon und... Stopp! Es tut mir sehr leid, dass ich deinen Enthusiasmus bremsen muss. Aber nur weil ich jetzt eine Lady bin... Heißt das noch lange nicht, dass ich mich gleich in die nächsten Rollenklischees eingliedern will? Eine Verwandlung ist mehr als genug für einen Tag. Och. So, na gut. Dann halt nicht. Deine Stimme ist zu maskulin. Wessen Stimme ist zu maskulin? Sagte ich maskulin? Walkürenhaft, das wollte ich sagen. Besser.
Okay. Du hast zu haarige Beine. Schock, schwere Not. Du hast recht. Gut, dass ich meinen Rasierer noch nicht weggeworfen habe. Aua! Aua! Verflucht tut das weh. Gut so, halte durch. Aua! Verdammt, ich sterbe. Ich leide mit dir, Kumpel. Was? Oh, dabei meine ich doch. Das zieht aber. Heulsuse. Fällt dir noch was auf? Naja, Du hast keine Oberweite. Aber Rufus! Wo schaust du mir denn hin? Das geziemt sich nicht. Mag sein. Aber worauf hätte Lotto geachtet? Leg deine Hand aufs Herz und sag mir dann, dass sie nicht um eine Dreckrübenhälfte zu dicht dran ist. Du hast recht. Vielleicht hilft es, wenn ich den Bügel aus meinem männlichen Männerkorsett entferne. Dieses Symbol der Androkratie hat mich lange genug eingeengt. Hier. Nimm ihn mir aus den Augen, sei so gut. Fällt dir noch was auf? Naja. Deine Beine sind immer noch zu behaart. Ich mach ja schon. Es ist nur so verdammt mühselig. Ich bräuchte irgendwas Besseres. Hätte ich doch nur meinen Haarwurzellaser nicht weggeworfen. Haarwurzellaser. Haarwurzeln gelasert? Er hat Radsport betrieben, okay? Tja, okay. Ich finde dich gut, so wie du bist. Du Charmeur. Yo. Kannst du mir deinen Rasierer ausborgen? Nicht, solange ich noch rumlaufe wie eine russländische Holzfällerin. Wobei ich mit einer Kettensäge wahrscheinlich besser vorankäme, als mit diesem stumpfen Mistding. Yo. Wer hat dir das nur angetan? Wieso angetan? Ich fühle mich regelrecht befreit. Als wäre ich jahrelang in einem riesigen Kokon gefangen gewesen, um nun endlich wiedergeboren zu werden als wunderschöner... Walfisch. Schmetterling! Schmetterling, meine ich doch. Schmetterling! Natürlich. Na dann, hau rein, Alter. Ich meine natürlich, küss die Hand, Gnefrau. Tüdelü! Tüdelü! Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Gefällt mir. Gefällt mir echt. Okay. Wer wirft denn einen Laden neuen, voll funktionstüchtigen Bart weg? Der ist doch noch gut. Der ist doch noch gut. Das erinnert mich gerade so an Meister Röhrig. Der ist schon noch gut. Jo. Das Zeug ist nur für die Optik. Das Letzte, was ich an meiner Mongolfiere brauche, ist Ballast. Okay. Ohne Strom kann ich hier auch nichts umkehren. Aber umkehren ist eh nicht Teil meines Plans. Wow. Gut, gut. Warum drücke ich ständig auf Escape? Ich weiß es nicht. Aber das ist mir ja schon bei der Complete Journey passiert. Regelmäßig. Nun gut. Dann wollen wir doch mal schauen. Dann wollen wir doch mal schauen. Können wir mit dem Bügel Folie-Kartoffel ja, mitnehmen? Kartoffel-Astronauten gebastelt. Ich glaube, ich hätte es noch drauf. Okay. Nein. Aber was wir machen können, ist Rattenjungen den Bart geben. Du sollst also einen Rattenmann darstellen. Eigentlich nicht. Da habe ich genau das Richtige für dich. Was machen Sie denn da? Der hält doch so gar nicht. Stimmt. Der Plan braucht noch ein wenig Feinschliff. Ich bin sofort zurück. Und wehe, du verkriechst dich in der Kanalisation. Okay. Dazu fällt mir gerade voll der Hammerspruch ein. Leider hat er schon einen Bart. Jo. Gut, so also auch nicht. Ich verstehe zwar nicht, warum Leute einen Strohhalm benutzen, aber wie man ihn benutzt, ist mir schon einigermaßen geläufig. Okay. Sehr gut. Mann. Irgendwann lerne ich es noch, hoffentlich. Die Station gehen aus, sobald ich in die Nähe komme. Das kann nur eins bedeuten. Ich bin noch cooler als angenommen. Fast. Fast. Nicht ganz. Nicht ganz. Ja gut. Ich würde sagen, wir gehen mal zum Stadttor. Und... Oh. Eine Flaschenbürste, die wir nicht mitnehmen können. Verdammt,
Natürlich. Na, super, na, super. Purzel nachher gerne, wir sind hier gerade in einer Aufnahme. Und da macht sich das nicht so gut. Tja. Schauen wir doch mal in Burnets Hütte. So beim Nilbot oder so. So, da können wir hier doch sicherlich den Stromumkehrer reinsetzen. Nee, passt nicht. Die Zahl der Anschlüsse kommt nicht hin. Hm, das könnte passen. Aber wie rum? Ach, wird schon nicht so wichtig sein. Silbert Mount, lehn dich zurück und genieß die coole Atmo, Mann. Hey, gleich beim ersten Versuch. Ich hab offenbar eine Glückssträhne. Oder so. Okay. Das Glas hier noch rein. Oh, danke, Mann. Das war echt nötig. Jo. Okay. Gut, damit haben wir jetzt ein paar Eiswürfel. Fussel. Nee, der ist für die Ewigkeit eingerastet. Für die Ewigkeit, ja? Na gut. Dann nicht. Dann nicht. Aber wir haben jetzt ein bisschen ein Glas mit Eis. Ein Glas mit Eis. Da können wir doch sicherlich jetzt hier hinten im Dorf. Pass auf. Folie-Kartoffel abkühlen. Sie sind einfach in den Grill gepurzelt. So bekomme ich die Kartoffel niemals abgekühlt. Autsch! Heiß! Diese räudige Erdfrucht glüht noch. Ich muss sie irgendwie abkühlen. Nicht. Ich war so guter Dinge. Nee. Muss sie irgendwie abkühlen. Okay, so schon mal nicht. Gut. Ich will mal ein paar neue Eiswürfel. Ich brauche da mal ein paar neue Eiswürfel. So. Danke, Mann. Das war echt nötig. Ja, alles gut. Alles gut. So. Die Frage ist jetzt. Haben wir hier sonst noch irgendwas Sinnvolles gerade? Nee, hier drin erstmal nicht. Hier drin haben wir erstmal nichts. So. Zack. Huhu nochmal. Ich muss verhindern, dass die Zukunft aus meiner Vision Wirklichkeit wird. Mein Tipp, viel Alkohol. Hilft zuverlässig. Selbst gegen hartnäckigste Zukünfte. Ich finde einen Weg, dass du dich erinnerst. Die Frage ist nur wie. Ich hätte da noch ein paar Anschlussfragen. Lass das mal meine Sorge sein. Gerne. Ich habe mehr als genug davon. Bleib sehr gut. Mach mir eine Skizze. Tja, okay. Hallo, Sohn. Audi Rufus. Sag mal, Sohn. Warum lässt du die Jungs nicht einfach ihren Hit spielen? Weil die Nervensägen ihn schon den ganzen Tag schrammeln. Oder weil er ein bornierter Provinzprolet ist. Das hab ich gehört. Ach, das hört er. Aber für Hochkultur ist der Affe taub wie ein Toastbrot. Hey,
Ihr denkt wohl, ich hab Kartoffeln auf den Ohren. Ich dachte, das sagt man so. Die dümmsten Bauern, etc., etc. Sehr schön. Ach bitte, ich brauche dieses Hochpräzisionsblasrohr ganz dringend. Dann zeig mir dein Jagddiplom. Oder verzieh dich. Ist ja gut. Ist ja gut. Es gibt hier wirklich einen Elefanten. Das solltest du den Profi beurteilen lassen. Ich bin Profi. Vielleicht darin, zu behaupten, irgendwas zu sein, was du nicht bist. Aber bestimmt nicht für die Elefantenjagd. Oder hast du etwa ein Jagddiplom? Pah, nur Anfänger brauchen ein dämliches Diplom. Genau, weil Profis bereits eins haben. Jo. Na dann, Grill und Rodel gut. Das hatte ich vor. Okay. Die Frage ist jetzt, wo ich mir halt unsicher bin. Hey, wenn ich jetzt die Zeit nochmal zurückdrehe. Lust auf eine Partie Faulobst. Ob, ob dann die Items, die ich im Inventar habe, auch zurückgesetzt werden. Wahrscheinlich ja. Das ist gerade meine Vermutung. Ach, Wenzel, schön, dich wiederzusehen. Aber mit Wenzel haben wir noch gar nicht weiter gequatscht. Wir haben uns doch gestern erst getroffen. Du wolltest dir eine Trittleiter ausleihen. Am Ende hast du aber meinen Kopf benutzt. Eine kleine Verwechslung. Immer machst du dich über meine Größe lustig. Man muss sich eben auch über die kleinen Dinge im Leben freuen können. Jo. Du wirst nicht glauben, was mir heute schon alles passiert ist. Lass mich raten. Du hast versucht, nach Elysium zu kommen, bist irgendwo runtergefallen und hast dir den Kopf angestoßen. Falsch. Ich hatte einen visionären Traum von der Zukunft. Dann ist mir ein zauseliger Typ mit einer Zeitmaschine begegnet. Und jetzt werde ich von einem rosa Elefanten terrorisiert. Das klingt aufregend. Aber vielleicht sollten wir die Theorie mit dem gestoßenen Kopf noch nicht komplett verwerfen. Sehr schön. Wie ich sehe, hast du doch den Job in der Klärgrube angenommen. Gut so. Ein Mann muss wissen, wo sein Platz ist. Hä? Wie kommst du denn darauf? Der Klärwasserbottich, der Geruch, deine generelle Veranlagung. Ich habe einfach eins und eins zusammengezählt. Das ist kein Klärwasser. Der Bottich gehört zum lustigen Faulobstlegen. Ein Spiel mit einer jahrzehntelangen Tradition. Ihr hättet wenigstens mal das Wasser wechseln können. Ehrlich mal, ey. Faulobstlegen? Das klingt aber gar nicht lustig. Eher so, als sollte da jemand ein dickes Buch mit aufs Klo nehmen. Es ist ganz einfach. Jeder Spieler versucht als erstes, drei Früchte seiner Sorte in eine Reihe zu legen. Ohne Handschuhe? Da bekommt man ja schon Pusteln vom Hinsehen. Ja, das größere Problem sind die Ratten. Die Viecher sind einfach verrückt nach dem Faulobst. Igittigit, warum sollte irgendjemand da mitspielen? Weil der Gewinner ein kaum gebrauchtes Kleinwildjäger-Diplom aus dem Nachlass des Vorjahres-Champions erhält. Darum ist das Spiel auch ab 18. Naja... Und weil jeder Teilnehmer automatisch an der Erwachsenen-Tombola teilnimmt. Und am Infektionskrankheiten-Roulette. Jo. Na dann, lass uns spielen. Hast du einen Gegner? Ach ja, da war ja was. Warum kann der Rattenjunge nicht mitspielen? Weil er noch zu klein ist. Ach, der Gartenzwerg. Ich muss weiter. Mein Mantel nimmt langsam den Geruch deines Faulobstbottichs an. Okay. Also. Stimmt, das nicht irgendwie. Krümel im Bart. Nein, doch nur Bartschuppen. Sehr schön. Kriegen wir den Bart nicht mit irgendwas? Jetzt kommt mir gerade voll der Hammerspruch ein. Leider hat er schon einen Bart. Ja, gut. Ja, hahaha. Ha, ha. Dazu fehlt mir gerade leider. Okay, das hatten wir schon. Leider. Hatten wir schon. Dazu leider. Dazu fehlt leider. Nee. Okay, den Bart kriege ich aktuell mit nichts kombiniert. Das ist schade. Das ist schade. Und ich habe schon wieder auf Escape gedrückt. Mann! Okay, Es stimmt wohl, was man sagt. Wenn dir das Leben eine Kartoffel schenkt, hast du eine Kartoffel. Jo, auch ein guter Spruch. Es stimmt wohl, wenn dir das ja, gut. Hast du. Hatten wir schon. Okay. Das kommt mir irgendwie so beunruhigend bekannt vor.
Okay, mit dem Sprengplan können wir hier jetzt nichts anstellen gerade. Schade. Sag mal. Was zum? Hast du etwa meinen Bart mitgenommen? Das ist dein Bart. Ich dachte, ich entsorge einen toten Tribbel, bevor die Gesundheitsprüfer wieder Lonzos Kneipe dicht machen. Oh, sehr schön. Sehr schön. Gefällt mir, was du dazu sagst, Lotti. Tja. Finger weg! Das sind die Gewinne für den Dart-Wettbewerb! Aber ich hab den doch ge... Eine Ente ist doch immer wieder schön. Tja. Ich würde hier gerne auch den zweiten Platz noch mit, noch machen, ne? Das lasse ich lieber hier. Okay. Hey, Rufus! Hey, Lonzo! Das gibt's noch nicht! Oh, danke! Tja. Ja. Hey Toni, willst du mal sehen, woran ich dachte, ist es ja und woran nicht. Dachte ich mir, dass das nichts wird. Toni hat recht, ich bin einfach nicht nötig, weil zumindest also nichts mehr. Hier ist auch nope. Und blind. Nope. Tja, meine Sache. Nope. Das hatten wir schon, das haben wir auch schon. Tja, ich sollte aufhören, auf Escape zu drücken. Immer noch. Mann. Kann ich hier eventuell... Dieses Schild ist der Boden. Ich will verflucht sein, wenn es jemals in einem meiner Pläne zum Einsatz kommen sollte. Wofür war das denn jetzt? Wahrscheinlich, weil ich es für irgendeinen meiner Pläne brauche. Ja, gut. Dieses Schild ist ich. Ja, ja. Ach Mann, einmal zu viel geklickt. Dieses Schicht. Nee. Auch nicht. Kann ich den Schraubenschlüssel hier irgendwo verwenden? Diese Maschine erfüllt nur. Kann ja nicht jeder so ein Multitalent sein wie ich. Okay. Das erinnert mich an meinen Crashkurs Grillen für Grenzgänger. Zu schade, dass er gecrashed ist. Entweder fehlt hier der Zapfhahn. Oder es wird vor Eskimos mit tropfendem Füller gewarnt. In beiden Fällen sollte ich vorerst die Finger davon lassen. Moment, das ist ja Honig, ne? Jo. Nee, schade. Nehme ich mich nicht mehr an das Schild. Ach doch, ja, natürlich. Natürlich, ja. Im ersten Deponia, ne? Wo wir das Blut des Bullen... das Elektrobullen in Wallung gebracht haben damit? War da nicht was? Diese kryptischen Schilder sieht man in letzter Zeit immer häufiger. Und seltsamerweise stimmt. Tauchen sie immer in meiner Nähe auf. Ah. Okay, passt auf. Wir werden jetzt mal die Zeit zurückdrehen. Hast du kurz Zeit? Die Frage ist, ich betrachte das als ja. Wollen wir nochmal die Zeit zurückdrehen? Ich weiß, es scheint mir immer weniger ein... Bist du dir sicher, dass du... Du weißt, alles, was du seit dem Unfall gemacht hast, wird dadurch ungeschehen. Ja, komm. Egal, das kann ich zur Not auch noch. Hauptsache, die Gläser bleiben. Ja, schon. Aber zu spät. Wahrscheinlich wird das eh nichts bringen. Und ich darf die ganze Kacke jetzt einfach nochmal machen. Ja, gut. Das sind wir schon. Jo. So, da lenkt mich der Elefant wieder ab. Gegen den ich nichts machen konnte. Jo. Und zack, da sind die Gläser weg. Mist. Okay, und ja. Okay, auch unser Inventar ist zurückgesetzt worden. Das bringt uns also tatsächlich so gar nichts. Huhu nochmal. Haben wir heute schon gesprochen? Klassisch kausal betrachtet wohl nicht. Multiversal hingegen schon. Wenn du das hat Dr. Übis. Okay. Bleib senkrecht. Mach mir nicht. Okay, gucken wir mal. Er kommt! Alle Mann auf Position! Ich möchte kein offenes. Ja. Möge Täter.
Der ewige Täter muss uns beistehen und so. Hm? Haben wir alles schon gehört? Haben wir alles schon gehört? So. Hey Rufus, warte doch mal. Nicht jetzt, Wenzel. Ich habe Wichtigeres zu tun, als mir dein Gefiepse nochmal anzuhören. Und du bist doch eine Kürbislaterne. Okay, da haben wir Lotti wieder. Jo, hallo Lotti. Hey Lotto. Du bist jetzt. Wieso? Hab ich im genau gesagt. Ja, ja. Oh, es ist, wenn du alles weg. Ja, also. So, kein Oberweite. Gib mal den Bügel her. Dankeschön. Gut. Gut. Ich finde. So. Okay, ab in die Kneipe. Nehmen wir uns den Dartpfeil. Und dann schauen doch mal, ob wir hier eventuell den und zweiten Platz kriegen. Nee, auch wieder Hauptgewinn. Wow, Volltreffer. Damit hast du hier gewinnt. Jo, der Stromumkehrer. Gut, haben wir den. Nicht, dass der gerade irgendwie sinnvoll für uns ist, aber hey, wir haben ihn erstmal. So, den Ekelbart nehmen wir auch noch mit. Okay. Uhu, Schnutzelbärchi. Nee. Nee. Blabla. Okay. Na komm, ich muss noch meine Kristallgläser einpacken und Paps tschö sagen. Ach, die Gläser. Ja, Was? Naja, Gläser. Ich hab ganz vergessen, dass ich noch Platz für die Gläser schaffen muss. Mist. Setz dich doch ruhig so lange wieder hin, okay? Aber beeil dich. Ja, ja, machen wir. Kein Ding. Kein Ding. Okay, hey, wir sind in Folge 3 und ich bin schon gerade nicht ganz sicher, wie ich hier weiterkomme. Das wird noch lustig. Das wird noch lustig, sage ich euch. Um dieses Rätsel kümmere ich mich ein anderes Mal. Nee, nix. Okay. Nee, das Glas brauche ich für die Eiswürfel auf jeden Fall. Strohhalme, die Drosselglieder unter den Trinkutensilien. Hörte das mal als, nee, das sollst du nicht tun. Ja, August, ich weiß, dafür bist du da. Ich weiß. Aber ich will ja erstmal schauen, dass ich es allein schaffe. Menno. Hey, wenn's hey ruft, Lust auf eine. Ich muss nee. Mal meinen Mann. Nee. Okay. Kriegen wir das eventuell? Dem armen Rattenjungen blieben all die tollen Dinge versagt, mit denen die anderen Kinder spielten. Das stimmt doch gar nicht. Er besaß nichts als die Lumpen, in die er gehüllt war. Das ist ein Mantelet aus Desropa. Ja, ein Mantelet. Hm. Ist klar. Tja, denn kann ich mir die Elefanten? Nein, ich bin zufällig viel zu viel Profi dazu. Ja, bla bla. Ups, das war ein Versehen. Ich wollte das nicht nochmal anklicken. Okay. Verdammt. Oh, mal deine Flaschenbürste. Kennen diesen Song noch nicht auswendig. Ja, und ohne Licht können wir ja, okay, den Text kennen wir. Bla, bla, bla. Gut, dann schauen wir beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich sehr über Feedback freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.